Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Arius Force Beats und das ist das 22. Video aus meiner Reihe Fruity Loops von A bis Z. Ich habe euch im letzten Video den Newtone Plugin vorgestellt und ich bin immer noch absolut fasziniert von dem, was er kann. Also unbedingt nochmal reinschauen und habe euch vor circa drei Videos, zwei, ungefähr, das Free VST G-Snap vorgestellt. Das ist ein Programm, mit welchem ihr so einen Lil Wayne T-Pain Autotune-Effekt sehr gut und sehr einfach mit hinbekommt. Jetzt zeige ich euch das Plugin von Fruity Loops, was dieses kann. Das ist leider nicht ganz umsonst, aber man darf auf dem ImageLine-Shop, sofern man registrierter Benutzer ist, dieses zu einem selbst verhandelbaren Preis kaufen im Zusatz, im Bundle, also im Paket mit Newtone, was ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Ich habe dies zu ja, Vorführungszwecken aufgrund meiner Partnerschaft mal gratis zur Verfügung gestellt bekommen und möchte euch dies natürlich jetzt näher bringen. Nicht aus Werbezwecken, sondern natürlich weiß jeder, dass jeder oder fast jeder oder viele danach suchen, wie mache ich diesen Lil Wayne-Effekt? Wie bekomme ich den T-Pain-Effekt hin? Wie arbeite ich mit Autotune? Autotune Deutsch. So, hier stelle ich es euch nochmal vor. Nur diesmal mit dem Pitcher. Also, es ist keine Werbung. Wie gesagt, ich habe euch auch das Free VST G-Snap vorgestellt. Das ist lediglich ein Tipp. Und wer mich kennt, der weiß, das stimmt. So. Jedenfalls bin ich nicht mehr ganz beisammen, merke ich gerade, weil ich mache hier im Hintergrund schon wieder Sachen, die total Quatsch sind. Also, ich habe hier gerade in den Mixer, in den vierten FX-Mixer schon mal den Pitcher reingepackt. Jetzt nehme ich einfach dasselbe Come on and dance gratis zur now. Verfügung stehende A cappella von Fruity Loops wie im letzten Video. Da ist es hier in diesem Sampler und geht jetzt auf vierte FX. 1, 2, 3, 4. Wo sich dieser Pitcher drin befindet. Oder auch nicht. Ah, oh Mann. So, ich packe ihn dann einfach nochmal da rein. So, jetzt haben wir es auch nochmal Schritt für Schritt gemacht. Pitcher ist da drin, wo das A cappella ist. Wenn wir es so lassen, haben wir eigentlich schon automatisch diesen Lil Wayne T-Pain-Effekt. Wir hören uns mal an. Come on and dance now. Man hat es gemerkt. Hier kann ich jetzt noch im Zentrum, also mittig oder links-rechts verschieben, wie ich es halt haben möchte. Come on and dance now. Also ich sag mal, wo die Last drauf liegt. Hier haben wir das Feintuning. Ich nenne es mal Pitchen. Haben wir es etwas höher oder tiefer, diesen Effekt? Come on and dance now. Das war wohl unüberhörbar etwas tiefer und hier müsste es demzufolge höher sein. Come on and dance now. Tatsache. Hier haben wir es Beat. Das heißt zu Deutsch Geschwindigkeit. So, fast, Medium und Slow. So, dann nehmen wir mal Medium. Come on and dance now. Da ändert sich jetzt natürlich an der Sprechgeschwindigkeit nichts, sondern immer auf den Effekt beziehen sich hier die Einstellungen. Das heißt, der kann ja da ziemlich lange sein oder ganz schnell hinterhergehen, aber die Sprechgeschwindigkeit oder Gesangsgeschwindigkeit in dem Fall bleibt dieselbe. Auf Slow Come on and dance now. merken wir, die Gesangsstimme bleibt dieselbe. Ich mache das hier mal wieder mittig, nur der Effekt halt etwas länger. So, jetzt haben wir hier noch die Töne. Das ist auch nicht anders als in Autotune oder G-Snap. Da können wir, ich glaube, wenn ich die beiden wegklicke, dann hat sich das auch nochmal ganz gut nach Lil Wayne in etwa angehört. Dann mache ich aber mal wieder auf Fast. Come on and dance now. Na gut, Come jetzt on haben and wir dance. hier keine. Ach, nee, ach ja, so war das nämlich. Ich wollte jetzt erst noch was anderes sagen. Also, wir haben hier leider kein gutes Beispiel mit der Frauenstimme. Ist etwas schwierig, weil bei Frauen, ja gut, da wird es eigentlich auch heutzutage nur verwendet. Aber was dieser Klick hier zu bedeuten hat, wenn ich die wegklicke, dann schwingt der Effekt in den Tönen wie zuvor. Aber lässt diese beiden aus. Hier nochmal zur Demonstration. Come on and dance now. Wie ihr merkt, Come on and es wird dieser Pfeil oder dieser Ausschlagpegel bewegt sich nicht in diesem Bereich. Klicke ich die wieder an, dann ja. Come on and dance So, now. jetzt hingegen Come tut on er and es. Könnt jetzt mal die wegklicken, vielleicht den auch noch. Come on and dance now. So, Come on and jetzt lässt er genau die Töne weg. Wenn ihr selber komponiert habt, kennt ihr eure Töne und könnt das ja entweder passend zu den Tönen machen oder extra entgegengesetzt, dass er zu den Tönen sozusagen desharmoniert. Das kann man auch so einstellen oder ja, doch so einstellen, dass es trotzdem noch schön klingt. Daher, ja, je nachdem, wer halt auf Vocoder und Autotune-Effekte und was weiß ich nicht steht. Das tun ja heutzutage sehr viele. Man hört es ja in den Charts, im Mainstream. Aber das könnt ihr mal gucken, wie ihr wollt. Ich übertreibe jetzt mal und mach mal noch mehr aus. Come on and dance now.
Come Ist on and logisch, je weniger Töne ich anhabe, desto weniger trifft er ja und desto schiefer klingt es sozusagen, aber desto krasser, auffälliger ist auch der Autotune-Effekt. Noch eine letzte Demonstration, Come on and dance now. weil er Come hat on jetzt and nur noch Zeit, nur noch Spielraum zwischen diesen paar Tönen. Wenn ich die wegmache, schwingt er zum Beispiel nur noch tief und hoch. Come on and dance now. Ne, man merkt es, wenn ich zum Beispiel die alle wegmache und nur die beiden entgegengesetzten, dann schwingt er nur zwischen den Beinen immer hin und her und hat gar keine Mittel liegen, sondern nur von tief nach hoch, tief nach hoch, ne? Ja, gut. Come on and dance now. Come. Jetzt hat man gemerkt, es klang noch schiefer, aber man könnte sich tatsächlich, und so ist es heutzutage, ein Trance-Hit oder halt so ein typisches Pop-Lied vorstellen, was so in etwa beginnt. Come on and dance now. Come on and dance, ne? Wird doch gehen. Na gut, ich mache mich hier wieder zum Affen und bevor das ausartet, beende ich dieses Video an dieser Stelle und freue mich und hoffe euch beim nächsten Mal auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend, Tag und gute Nacht noch. Also bis dann, tschüss.